Erdogan ist ja jetzt ein allmächtiger Mann. Nicht nur de facto, sondern auch also formell. Er hat gestern von einer Demokratie gesprochen. Er kann das jetzt zeigen. Er hat alles in der Hand. Er kann den Ausnahmezustand beenden. Er kann die Menschen aus dem Gefängnis lassen. Er kann den Rechtsstaat wieder einführen. Und er kann mit Europa wieder auf eine andere Schiene kommen. Es liegt in seiner Hand, nur in seiner Hand. Und wenn das nicht geschieht und die Türkei weiterhin, sagen wir mal, eher nationalistisch und islamistisch konservativ geführt wird, dann glaube ich, ist das nicht zum Wohle der Türkei. Aber das Volk hat gesprochen. I've expressed a number of times my worries about the human rights situation in Turkey, and if it won't improve, as I said, we don't have the final election results yet. We should, of course, always remain of the side of human rights and the rule of law. I will congratulate President Erdogan on his re-election as president. I will also congratulate the Turkish people with a high turnout in the elections. Turkey is a key ally for NATO for many reasons, not least because of its strategic geographic location, bordering Russia in the Black Sea, but also Iraq and Syria to the south. And Turkey has been very important in the fight against Daesh, against terrorism.